Hallo und willkommen in unserer Arena-Runde. Wir haben zwei Siege, zwei Niederlagen. Das letzte Spiel hatten wir verloren gegen den Paladin. Ich hasse Paladine wie die Pest, aber okay. Vielleicht ist das ja schon unser letztes Spiel. Drück mir mal die Daumen, dass es nicht so ist. Weil ich will ja auch mal ein bisschen mehr zeigen, was es so in der Arena für Belohnungen gibt, die etwas höherwertiger ausfallen. Wenn wir jetzt doch halt ein paar auf die Mütze kriegen, haben wir Pech gehabt. Dann kann ich es nicht ändern. So, drück mir die Daumen, dass wir keinen Paladin kriegen. Jaina gegen Uta. Warum habe ich eigentlich wieder Ich was werde gesagt? ehrenhaft kämpfen. Ihr habt es so gewollt. Ich hätte doch einfach nur das Maul halten sollen. So, die Spottkarte am Anfang wollen wir schon mal nicht. Die Arkane Explosion lassen wir drin. Der ist zu teuer am Anfang und die ziehen wir auch mal raus. Jetzt kenne ich ja mein Glück, wir werden wahrscheinlich nichts Brauchbares dazu kriegen, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt sieht es aber direkt für den Anfang ziemlich bescheiden aus. Ich kann ja auch meinen Mund nicht halten, ne? Oh, wunderbar, den Pyroschlag kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt machen wir erstmal diesen hier. Und dann diesen. Der denkt sich jetzt auch seinen Teil. Grüßt noch nicht mal zurück. Also das ist, denke ich, ja auch mal das Mindeste. Ne? Das ist ein so ein dämlicher Klick. Ich kann das Mana schmecken. Na, das hat ja gut gepasst. Oh, versuchen wir es nochmal. Wir sind ja lieb und nett. Hallo. Das war ein Fehler. Aha, okay. Ganz lieber Zeitgenosse. Ja, okay. Wenn er halt nicht mit mir reden will. Was ihr wolle. Ist ja okay. Man muss ja nicht grüßen. Ist ja heutzutage nicht mehr üblich. Oh, ich werde zwischendurch mal einen Schluck trinken. Verzeiht mir. Gebt mir eine Quest. Also, die Karte müssen wir jetzt relativ schnell wegkriegen. Weil die ist nämlich gar nicht mal ohne. So, mein Freund. Das hast du dir so gedacht. Ob ihn das jetzt ein wenig ärgert? Melde mich zum Dienst, nicht mit mir. Also warum er jetzt dieser Karte ein Gottesschild verliehen hat, weiß er glaube ich selber nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Das ist nichts Besonderes, das ist nicht mehr besonders, das ist nichts mehr Besonderes. Dann ziehen wir mal die Karte aus dem Verkehr. Eigentlich war das Quatsch, die Karte auszuspielen. Aber ich wollte zumindest die zwei Mana verbrauchen. Aha, jetzt ködert er uns noch mit einem Geheimnis. Aber das mit seinen Rekruten, das findet er anscheinend toll. Da wollen wir hier mal langsam Schluss machen mit lustig. Und die Arkane-Explosion. Also langsam geht er mir nämlich auf den Nerv.
Ich habe ja schon mehrfach erwähnt, dass ich Paladine als Gegner überhaupt nicht mag. Aha, okay. So. Die Karte mal aus dem Paket ziehen. Vom Allerfeinsten. Okay. Das hat ja viel gebracht. Ein fieses Geheimnis. Melde mich zum Dienst. Heieiei. Ich mag diese Karte jetzt schon nicht. So, damit ist das Schild weg. Oh, Moment. Was macht die Karte denn überhaupt? Das hat es ja schon erledigt. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen unheimlichen Kartenvorteil. Aber das hatte ich schon mal in einem Arena-Spiel und das ist dann ganz fürchterlich nach hinten losgegangen. So, jetzt hat er noch 9 Mana. Mal gucken, was er jetzt noch für eine Karte ausspielt. Ach, eine Geheimniskarte. Na herrlich. Dann mach mal. Ui. Noch so ein scheiß Ding. Jo, super. Wie finde ich denn das? Wie finde ich denn das? Okay, jetzt könnte es knapp werden langsam. Jetzt müssen wir mal schauen, dass es eine Verteidigungslinie aufbaut, sonst bin ich gleich platt. Melde mich zum Dienst. So, jetzt müssen wir mal genau aufpassen hier. Ich frage mich, ob... Das Dingo! Ja! Ihr könnt nicht verfallen. Ja, entschuldigt, dass ich gerade so ein bisschen ruhig gewesen bin. Ich musste jetzt mal gerade so überlegen, was ich mache. Aber ich würde mal eigentlich fast behaupten, das war's für mich. Da habe ich nicht besonders gut gespielt, gerade zum Schluss. Weil im Endeffekt ist es kein Problem für ihn, die beiden Spottkarten jetzt vom Feld zu kicken.
Und dann kann er mir richtig gut einen reinhauen. So, damit ist der erste Spot weg, der zweite weg. Und jetzt gibt es Saures für mich. Wenigstens habe ich ja meine 10 Magier Level voll und somit das komplette Standarddeck zur Verfügung. Jo, Flammenstoß, wunderbar. Aber den haben wir ja in der Arena sowieso. Okay. Damit haben wir dann leider 3 Niederlagen und plus 2 Siege. Hatte ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt, ne? Als nächstes packen wir dann mal unsere Belohnung aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao. So, unsere kleine Arena-Tour war ja abrupt zu Ende. Jetzt packen wir mal unsere Belohnung aus. Wird nicht viel sein, nach nur 2 Siegen. Aber es wird ja zumindest ein Kartenpack geben. Wow, 5 Gold. 20 Gold. Unser Kartenpack. Nochmal 10 Gold. Und nochmal 5 Gold. Ja, wir sind fertig. Jetzt packen wir auch mal direkt aus. Na komm. So. Selten, Schattenflamme, vernichtet einen befreundeten Diener und fügt allen feindlichen Dienern Schaden zu, der seinem Angriff entspricht. Nur für den Hexenmeister. Geheimnis, wenn einer eurer Diener stirbt, wird er mit einem Leben wiederbelebt. Für den Paladin. Für den Krieger, Kampfeswut, zieht eine Karte für jeden verletzten befreundeten Charakter. Innere Wut für den Krieger. Fügt einem Diener einen Schaden zu, der Diener erhält plus 2 Angriff. Und nochmal eine für alle Klassen, der verrückte Bomber verursacht 3 Schaden, der zufällig auf alle anderen Charaktere aufgeteilt wird. Ist jetzt nicht nur der Knaller an Karten, die hier rausgekommen sind, aber man soll ja nicht immer meckern. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Wir hören uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen. Ciao.